damit die Imps nicht so weit laufen müssen. Machen wir mal hier. Kreaturen brauchen ein größeres Versteck. Ja. Machen wir das so. Da latschen die nicht ganz so weit. Größeres Versteck. Warum ein zweites Versteck? Und zwar direkt hier neben. Eine Falle. Wir haben ja noch Platz. Ist nicht optimal, aber besser als gar kein Versteck. Wie viel kriegen wir denn? Ach, wir haben es die 30 voll. Okay. Wie komme ich auf den Jingle? Ich weiß es nicht. Eure Goldreserven neigen sich dem Ende zu. Da neigt sich gar nichts dem Ende zu. Alles gut. Alles im grünen Bereich. Und wenn doch. Ich weiß ja, wer noch Gold hat. Weil er verballert ja sein ganzes Gold für irgendeinen Blödsinn. So, jetzt kommen die restlichen Imps. Jetzt können wir nämlich immer hier das Gold wegnehmen. Und hier hin tun. Eine Tür wurde hergestellt. Eine Tür wurde hergestellt. Ich hoffe mal eine bessere Tür. Nö. Also müssen die nicht viel laufen und sparen einen Weg. Oh. Hallo? Wird nicht geguckt? Würden Sie das mal unterlassen, bitte, der Herr? Das ist nicht nett. Einfach in fremde Dungeons reingucken. Was ist sowas? Unverschämt. Könnte ja jeder kommen. Einfach so reingucken. Nö, nö. Sowas macht man nicht. Sowas macht man nicht. Lalalala. Aber jetzt müssten wir eigentlich auch eine neue Falle kriegen. Neue Tür, also die Eisentür. Eine neue Falle. Ich meine, es wäre die Blitzfalle, die man als nächstes dazu kriegt. Die ist auch sehr mächtig. Aber nicht unbedingt meine Lieblingsfalle. Meine Lieblingsfalle gibt es, glaube ich, auch erst fast zum Schluss. Ups. Hat Jolly Bäuerchen gemacht. Polly. Der Vogel früher mal gesagt. Der Polly hat ein Bäuerchen gemacht. So eine. Eine Tür. Bekloppter Rabe, ich was gesagt. Ara war das. Eine Tür wurde hergestellt. Da haben wir sie doch. Die versteckte Tür. So. Und weiter geht's. Ist jetzt nicht sehr spannend. Aber wir müssen halt ein bisschen Gold auf Vorrat haben. Haben wir jetzt. Weil dadurch, dass die Kreaturen trainieren und ja auch Zahltag zwischendurch ist. Ja, toll. Den hier. Sie werden halt sauer, wenn sie kein Geld kriegen. Ist halt wie im wirklichen Leben. Wenn ihr nicht bezahlt werdet für eure Arbeit. Sagt ihr auch nicht, ach ja Gott, ist ja nicht schlimm. Passiert halt mal. Ne? Und so ist das hier auch. Da werden die guten Damen und Herren
ganz schnell sauer und man landet schnell bei denen auf dem Tisch als Futter. Wobei ich mich gerade frage, bin ich also so eine Art Gott oder sowas? Eine Falle wurde hergestellt. Ich baue einen Dungeon aus, aber was bin ich denn? Bin ich Teufel? Bin ich der Teufel? Ich bin doch mal nett. Weg. Da ist die Blitzfalle. Oh, die Blitzfalle ist super. Die werden wir da hinsetzen. Weil die Blitzfalle ist sehr super. Meiner Meinung nach einer von den besseren Fallen, nicht so wie die andere. Die Giftfalle. Weil da können die rauslaufen. Ist nicht mehr ganz so effektiv dann. Ist dann schon ein bisschen nervig. So, ist die Schatzkammer erstmal wieder ein bisschen gefüllt. Und dann brauche ich mal ein Imp. Weil dann will ich nochmal in diese Richtung wandern. Mecker nicht. Komm mit. Wir müssen gucken, was hier ist. Nein. Wir müssen gucken, was hier ist. Weil da um die Ecke scheint nämlich irgendwas zu sein. Aha. Sichern. Ja, super. Sichern. Ein weiterer Boni. Euer Dungeon wurde verstärkt. Genau. Damit sind nämlich alle Räume jetzt verstärkt. Jetzt nicht so pornös, wie sich das anhört, aber... Das Lustige ist, man kann den Typen jetzt selber in seinen Dungeon hier einschließen. Indem man einfach die erste Reihe hier wegnimmt und das dann verstärkt. Was soll er dagegen machen? Na? Nö? Diet. Ich kann nicht so glauben. Und alles für das Geld. Packen willst du ein Backzeugen? Eine Falle wurde hergestellt. Eine Falle wurde hergestellt. Noch eine Falle. Können wir dann da oben tun. Und da tun wir die Tür hin. Achso. Ich weiß, was der will. Zahltag. Zahltag. Wie groß sind denn die Damen und Herren? 5, 6. Oh. Ist schon ordentlich. Wie sieht's denn bei dem anderen aus? Hä? Okay. Oh. Kreaturentransfer. Kreaturentransfer ist natürlich super. Eine Tür wurde hergestellt. Wo ist denn? Hier mal. Für den Kreaturentransfer haben. Kreatur. Kreatur.
Dip, dip, dip. Bing. Dann nehmen wir nämlich direkt. So eine eiserne Jungfrau mit. Okay. Die vierte ist hier nicht mit drin. Nehmen wir Level 7 mit. So soll es sein. Langt schon. Eisernen Jungfrau. Aha. Oh, ist ja auch eine Pornobrücke, die du da gebaut hast. Ah ja, okay. Wo willst du damit hin? Im Kipp mal gucken. Ah ja. Eine Tür wurde hergestellt. Eine Tür wurde hergestellt. Dann sagen wir doch mal so. Nimm mal den Raum. Eure Kreaturen werden angegriffen. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Kreaturen. So. Deswegen liebe ich die eiserne Jungfrau. Eure Untergebenen tragen den Schutz. Eure Kreaturen werden angegriffen. Krieg! Ja, ein da. Eure Untergebenen. Töten, tötet sie. Eure Untergebenen tragen den Sieg. Ah, der hat doch was von keine Chance. Tötet ihn! Ja! Wuhu! Ach, ich liebe sie. War ein Spaß! Ah, schön! Blöd ist nur, dass wir mal abhauen. Auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen... Genau. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen unterliegen im Kampf. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen ah, schön. Komm, wir heilen sie mal. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Tötet sie! Untergebenen tragen den Sieg davon. Eure Kreaturen werden angegriffen. Ja, ihr sollt nicht abhauen. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Oh, tötet sie. Ja, so ist das halt. Wie gesagt, die sind super. Ja, die machen alles kaputt. Alles. Eure Kreaturen werden angegriffen. Meine Kreaturen werden angegriffen. Ach, da hinten. Ja, warte. Wollen wir nochmal sehen, wer hier wen angreift. Eure Untergebenen tragen den Sieg davon. So, übernimmt mal hier den Raum jetzt. Ihr habt Anspruch auf. Hier seht ihr jetzt, der Raum wird übernommen. Eure Kreaturen werden angegriffen. Und der Balken hier oben geht runter. Das ist halt der Lebensbalken. Also, okay. Eure Kreaturen stürzen sich auf den Gegner. Eure Untergebenen wird neu übernommen. So, übernimm den Raum hier. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Könnt ihr weiter trainieren? Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum klauen! Und dann sagen. Wie könnt ihr weiter trainieren? Nein, so zu trainieren. Anspruch auf einen gegnerischen Raum.
Eine Tür. Wo habe ich den Anspruch? So, hier. Ein Eingang wurde erobert. Ah ja, der hat sich schon ganz hier hingegraben. Kleine Potsaudi. Sowas. Wie frech! Ah, mein Eingang. Neue Kreaturen gibt's nicht. Dann machen wir mal Folgendes. Eine Falle wurde hergestellt. Die Handwerkskammer ist nicht groß genug. Oh. Mach mal die Tür kaputt. Oh, kurz und schmerzloses Level. Eiserne Jungfrau, mache alles platt. Wenn man davon zwei, drei Stück hat, braucht man fast keine anderen Kreaturen mehr. Oh, meine Imps übernehmen auch schon was. So muss es. Gold hat er eh keins mehr. Er war eh fast tot. Mal gucken, was der noch in der Bibliothek hat, ob der noch irgendeinen Bonus gefunden hat. Eine Falle. Tup, 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 tup. Jo. Wir haben dieses Königreich erobert. Ja, ich haben wir wohl. Umso mehr da natürlich bei sind, umso schneller geht das natürlich dann auch kaputt. Dauert natürlich länger, wenn die Räume größer sind. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Wir haben Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Hör jetzt immer zu, dass ich die Sachen hier einnimmt. Sind das die hier? Ihr habt Anspruch auf einen Gegner. Aber da scheint nichts weiter drin zu sein. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Eure Handwerkskammer ist nicht groß genug. Ihr habt Anspruch auf einen gegnerischen Raum. Dann speichern wir auch dieses Level. Viel gespeichert. Und dann war's das auch schon. In dieser Welt. So kann's gehen. Tütütüt. Effizienz 48. Ach, keine Ahnung. Kann sein. Weiß ich nicht. So, dann sage ich an dieser Stelle mal Dankeschön. Und wir sehen uns dann, wenn's weitergeht, mit Dungeon Keeper. Ciao.